Hallo und willkommen zurück zu Jack and Dexter. Letztes Mal haben wir ja den heißen Ritt über den Feuer Canyon gewagt und auch hier alles schon erledigt. Und es geht ins neue Gebiet. Na, wir haben ja schon gesagt gekriegt, dass wir jetzt ein neues Portal freischalten. Oh, das Felsdorf. Oh, da sind auf jeden Fall ein paar Precursor Orbs. Ja, ich habe schon gesehen, da drin ist was zu tun. Hey, wir warten immer noch. Schaltet endlich das Teleport-Tor ein. Machen wir sofort. Erstmal hier draußen alles einsacken und dann machen wir die Tür auf. Oh, sieht aber ganz schön abonniert hier aus. Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Kribbeln beim Teleportieren gewöhnen. Hey! Sieht aus, als hätte der blaue Weise eine Party geschmissen. Oh je! Im Felsdorf ist die Hölle los! Wow! Und was für eine Party! Nein, nein! Ich meinte, Felsdorf wird gerade mit brennenden Felsblöcken bombardiert. Oh! Sieht so aus, als hätte der blaue Weiser an einer Schwebemaschine gearbeitet, um die Brocken vorzuschaffen. Falls sie funktioniert, brauchen wir Energiezellen, um sie anzutreiben. Da werdet ihr wohl noch mehr besorgen müssen. Wir sehen uns besser seine Aufzeichnungen an. Jack, sieh mal nach, wie es den Dorfbewohnern geht und dann komm zurück und berichte mir. Und nimm die Ratte mit. Nein. Ach ja, boah, so liebenswürdig so unserem guten Freund. Ups. Eigentlich wollte ich da nicht hin, aber okay. Halt zuerst hier unten und dann da oben. Ich wollte nämlich eigentlich erst hier lang und alles einsammeln. Wir hatten noch, glaube ich, auch... Ja, haben wir. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir die 120 von den Orbs schon ausgegeben hatten. Anscheinend haben wir. Solange wir nicht wissen, warum der blaue Weise verschwunden ist, müsst ihr 45 Energiezellen sammeln, um seine Maschine anzutreiben. Geht und besorgt sie. Holen wir uns direkt mal hier die erste. Vor dem dunklen Licht, denn es wird ein schlimmes Schicksal für einen von euch. Bringt mir 120 Precursor aus, für jede Energiezelle, die ich besitze. Hier ist eine weitere Energiezelle für eure Suche. Fangen wir direkt mal mit einer Energiezelle an. So, brauchen wir allein schon wieder 50. Da sind zum Beispiel schon mal wieder einige drin, aber da kommen wir gerade nicht hin. Ich kann mich daran erinnern, dass das ziemlich nervig war, da ranzukommen. Weil die Zeit, die wir da haben, sehr, sehr knapp bemessen ist. Okay, das könnte klappen. Aber ich kann mich mal genau daran erinnern, wie ich das damals gemacht habe. Erstmal mit ihr hier. Ihr zwei seht wie Fegeleute aus.
Ich leite gerade ein Forschungsprojekt und vielleicht könnt ihr mich unterstützen. Hey, das ist hier unser Abenteuer. Du sollst uns helfen. Naja, vielleicht können wir einander helfen. Seit Jahren erforsche ich das Grabverhalten der Blitzmaulwürfe im Precursor-Becken nahe unseres Dorfes. Aber jetzt haben die bösen Lurker die Maulwürfe an die Oberfläche getrieben. Und blind wie sie sind, finden sie den Weg unter die Erde nicht mehr. Treibt sie doch bitte wieder in ihre Tunnel zurück, damit würdet ihr ihnen das Leben retten. Ich gebe euch auch eine Energiezelle dafür, okay? Klar! Blitzmaulwürfe! Ganz toll! Okay, für zwei Energiezellen! Netter Versuch! Aber wenn ihr zwei mir 90 Precursor Orbs für mein Forschungsprojekt besorgt, bekommt ihr von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Einverstanden? Okay, also wir brauchen so oder so schon mal wieder mehr. Guti, guti, guti. Viel Glück, Jungs. Okay, wir sind jetzt wo gelandet, wo ich eigentlich noch gar nicht hin wollte. Ah, okay, hier kann man noch einmal Energie freischalten. Okay, also da kommen wir wohl erst später hin. Aber ich meine, ich hätte das damals sogar früher hingekriegt. Egal. Dann machen wir es so, wie es vorgesehen ist. So. Hier haben wir die nächste Fliege. Es fehlt nur noch eine. So. Hier haben wir nochmal zwei Dorfbewohner. Noch so ein Held. Der Kampf dieses sogenannten Helden gegen das Monster hat mich meine Unterhose gekostet. Vertraut mir, setzt alles auf das Monster. Nach dieser Wette bin ich völlig blank. Ich schlag euch was vor, hört zu. Besorgt mir 90 Orbs, dann kann ich endlich aus diesem elenden Fass raus. Dafür kriegt ihr eine Energiezelle. Und wenn ihr ein Spielchen wagen wollt, ich habe eine Wette parat. Mein großes Comeback. Schlagt die Rekordzeit beim Rennen in der Totenschlucht im Precursor-Becken. Ich kassiere ein nettes Sümmchen und ihr bekommt von mir noch eine zusätzliche Energiezelle. Okay, also wir haben auf jeden Fall eine Menge Aufgaben. Oh, mein Kopf tut so weh. Na, ist bestimmt kein wichtiges Körperteil bei dir. Mach dich locker, harter Bursche. Ja, ich war einmal ein harter Bursche. Vielleicht sogar der härteste. Fast ein Jahr lang habe ich dieses Dorf ganz allein gegen diese scheußlichen Kreaturen verteidigt. Doch dann kam dieses schreckliche Monster und bombardierte uns mit Felsbrocken. Mit glänzender Rüstung kletterte ich tapfer den Hügel hinauf, um es zum Kampf aufzufordern. Aber es hat mich windelweich geklopft wie ein Jakobsteak. Dann greif's doch mal mit deinem Gejammer an. Das ist echt tödlich. Nach meiner letzten bitteren Niederlage hat es den Durchgang zu seinem Unterschlupf mit einem 30 Tonnen Felsblock versperrt, sodass man es nun nicht mehr angreifen kann. Deshalb erfand unser weiser Mann, Meister des blauen Ekos und Genie der Mechanik, eine Maschine, um den Felsblock wegzuräumen. Doch bevor wir sie einschalten konnten, verschwand er. Und nahm leider alle seine Energiezellen mit. Wenigstens habe ich genug Pontons aus der Brücke entfernt, so kann das Monster nicht hier herunterkommen und mir wehtun. Ja, ganz, ganz toll gemacht, Mann. Aber du musst sie wieder in die Brücke einsetzen, okay? Oh, na klar. Dann kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen. Na schön. Okay. Bringt mir 90 Precursor Orbs und ich gebe die Pontons wieder frei.
Aber ich kämpfe nicht noch einmal mit diesem Monster. Okay, also wir brauchen jede Menge Orbs. Na, gucken wir mal, wie viel gibt es hier in dem Gebiet? 50? Gerade mal 50? Oh Mann. Das ist nicht viel. Ups. Sollte nicht so lange im Wasser sein. Ich habe ja gesehen, da ist was Bissiges unterwegs. Na, ich würde tatsächlich sagen, nur die ersten 90 haben. Gucken wir erstmal, dass wir die Brücke freigeben. Da können wir nicht bestimmt noch einiges holen. Nicht hoch, also müsstest du schon von da hinten aus. Ja, die größte Gefahr ist für mich aktuell, wenn ich auf die Töne achten muss, um das Vieh zu rechtzeitig zu bemerken, dass das eventuell ein bisschen zu spät ist, weil ich ja noch immer eine Zeitverzögerung habe durch die Aufnahme. Mein Timing nach Tod ist bei mir sehr fatal. Okay. Wasser. Okay, wir haben gleich die ersten 90 sogar schon zusammen. Ja, die Brühe sollte man glaube ich nicht berühren. Ich meine, die war ziemlich ouch. Relativ flott sein. Soweit so gut. Okay, das war ein sehr schlechtes Timing. Also die Welten sind auch schön abwechslungsreich designt, also das muss man schon sagen bei dem Spiel. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch noch aber eine Menge schöne Level freuen. Auf deinem Begräbnis sagen, wie? Wer wird mich jetzt zurückverwandeln? Ach, der Humor. Bin echt gespannt, ob der beim zweiten Teil auch noch so gut ist. Gerade relativ wenig, weil da müssen wir nämlich nicht hin. Okay.
Okay, also hier sind neue Fliegen, das heißt, das hinten da ist eigenständiges Gebiet. Okay. Schön umfangreich. So. Hier im Wasser sehe ich aktuell nichts dergleichen. Nicht so weit. Naja, ich glaube hier war ein Fall von Autsch. Was hältst du davon, vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger mit diesen heißen Rohren zu sein? Ups. Ach, Timing. Heute ist mein Timing echt total für die Tonne. Also wenn ich jetzt hier schon Treffer abkriege. Eieieiei. Sonst weiter nichts mehr. Da ist auch nichts mehr zu sehen. Sehr schön. Hier bloß durch die Lücke reinrutschen. Naja, zumindest haben wir die Orbs. Leider gebe ich hier relativ häufig den Würfel ab in den Welten. Na Gott, macht ja nichts. Also wenn Crash Bandicoot mal kommt bei mir, da wird es auf jeden Fall deutlich böser. Schlagattacken nicht funktionieren, manchmal, das ist echt doof. Okay, dann eine war quasi so zum Lernen, was die Dinger machen. Und hier ist dann der richtige Teil. Eine Energiezelle mehr.
Treffer! Daneben! Aber sowas von daneben! Das war knapp. Ich on timing. Da hinten haben wir auf jeden Fall einen Orb und hier haben wir eine Menge zu klettern. Das kann ja heiter werden. Aufpassen mit dieser Schlagattacke, weil man so nach vorne dasht. Das geht nämlich das öfteren mal schief. Abwarten, abwarten. Ich habe befürchtet, dass der Sprung nichts wird. Okay, dann gehen wir hier kurz da oben was holen. Okay, gut, das macht keinen Schaden. Ah, super. Erster Schritt. Am Leben bleiben. Zweiter Schritt. Machst du was bloß nicht nochmal mit mir? Naja, seht es so. Bei jedem Tod seht ihr auch mal ein paar lustige Sequenzen. Irgendwie klappt da manchmal nicht mit diesen Angriffen. Jetzt hat's funktioniert. Oh. Ich wollte noch gar nicht seitlich springen. Okay. Zumindest haben wir die eine Fliege bekommen. Klappt aber auch gerade gar nichts mehr. Ah, ich glaube, ich bin auch langsam ein bisschen unkonzentriert. Ich bin ja auch schon jetzt eine ganze Weile am Aufnehmen. Okay, an der Stelle kann ich die Kamera nicht drehen. Ich
Okay, also den hintersten zuerst, dann vorne den. Und dann beeilen. Komm. Ah, ich schaffe schon wieder zeitlich nicht. Das war knapp. Ah. Das Problem ist, wenn die Kamera so blöd steht, funktionieren die Sprünge auch manchmal nicht so richtig. Na gut. Aber die Kamera ist bei weitem nicht so schlimm wie bei Hurdy. Gut. Gewesen. Gefallen. Sind natürlich wieder fast tot. Landet das? Okay, das landet in der Mitte. Wahrscheinlich direkt hier rechts.
Schauen wir mal, wo das landet. Oh. Na gut. Aber ich sag mal, machen wir hier an der Stelle einen Cut und beim nächsten Mal holen wir uns den Orb, beziehungsweise die Energiezelle. Danke mir fürs Reinschauen.